Jetzt haben wir gesehen, wie man Daten, die zu Flächen gehören, farblich darstellen kann. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir Daten visualisieren möchten, die zu einzelnen Punkten gehören? Also zum Beispiel, ich habe mir hier mal rausgesucht, die Bevölkerungszahlen von drei sehr, sehr wichtigen Städten: New York, Berlin, Bochum. Ne, hier die Einwohnerzahl, hier Long und Lat, wo sich diese Städte befinden. Ne, Längengrad und Breitengrad. Wie kriegen wir das jetzt auf unserer Landkarte dargestellt? Das probieren wir mal aus. Also, R-Code. Wir holen uns mal die Daten rein. Read xlsx und dann Data. Ach, wissen Sie was? Das geht doch eigentlich auch anders. Data Cities Import. Und dann kopieren wir uns das hier einfach. Zack, Cancel da rein. Und das geht jetzt natürlich wieder nicht, weil wir ja noch das Paket importieren müssen. Library read XL heißt's. Und jetzt klappt es. Hier also der Inhalt von der Excel-Tabelle als Data Frame. Dann, wie kriegen wir das geplottet? Die erste Möglichkeit ist fürchterlich einfach. ggplot. Und dann GeomSF für die Weltkarte. Data D, da hatten wir das drin gespeichert. Und jetzt wollen wir Punkte darstellen. Und zwar aus diesem Data Frame D oder C. Punkte mit GeomPoint. Data gleich D-C. Und jetzt brauchen wir das Mapping. AES. Und jetzt holen wir uns x aus dem Breitengrad und y aus dem Längengrad. Ich hoffe mal, dass das so klappt. Nein, es war wieder andersrum. Long. Jawohl, jetzt sind die Städte an der richtigen Stelle. Ne? Ich mache es mal in Rot. Dann sieht man es ein bisschen besser. Jetzt. X, ah ja klar, X ist ja das, was senkrecht läuft und das sind die Längengrade. Y, das, was parallel ist zum Äquator, die Breitengrade. Gut, dann könnte man jetzt natürlich auch noch sagen, wir möchten die Punkte gerne skaliert haben, entsprechend der Einwohnerzahl. Also sagen wir dazu, Size entsprechend der Populationsgröße. Und jetzt sehen wir Bochum fast nicht mehr, weil Berlin und New York eben so viel mehr Einwohner haben. Na, also erste Möglichkeit, wir verwenden GeomPoint und plotten das in dieser Mercator-Projektion einfach längen- und breitengradmäßig in ein kartesisches Koordinatensystem. Ich finde die Lösung nicht ganz so toll, weil wir jetzt hier GeomSF und GeomPoint mischen. Deswegen gibt es noch die zweite Möglichkeit. Wir wandeln unseren Data Frame mit den Städten um in so einen SF-Data Frame, der dann auch wieder eine Geometriespalte besitzt. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt. R-Code DC2. Wir nehmen unseren ursprünglichen Data Frame und schicken den rein in eine Funktion STASSF. Was die macht, ist, die wandelt einen beliebigen Data Frame um in so ein SF-Data Frame. Und da geben wir jetzt an die Koordinaten.
Und das ist, da geben wir jetzt an, die Spalten in unserem Data Frame, wo das drin steht. Und das ist Long und Lat. Und wenn ich das jetzt ausführe, na, probieren wir es gleich mal, dann werden wir sehen, dass das erstmal noch nicht klappt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wir schauen erstmal rein. D-C2. Sehen Sie, dieser Data Frame hat jetzt auch eine Geometriespalte. Ja, also der ist jetzt kompatibel mit den ganzen Sachen in dem SF-Paket. Deswegen kann der damit verarbeitet werden. Also können wir jetzt hier einfach mit GeomSF den zweiten Data Frame dranhängen. Und jetzt kriegen wir ein Problem, weil wir gesagt bekommen, wir haben hier kein CRS dran. CRS, das muss man jetzt wissen, Coordinate Reference System. Also wir haben nicht gesagt, in welchem Koordinatensystem die Daten oder dieser Längen- und dieser Breitengrad eigentlich gemeint sind. Um das wirklich zu verstehen, müsste man jetzt sich recht ausführlich mit diesem Simple Features Paket und Geodaten allgemein beschäftigen. Ich sage Ihnen einfach, wie es geht, kochrezeptartig. Wir geben hier an dieses Referenzsystem und sagen, das ist eine Projektion mit Längen und Breitengrad. Probieren wir es nochmal. Jetzt funktioniert das. Wieder die beiden Punkte. Und wir können jetzt, wie wir das gewohnt sind, eben auch wieder mit Hilfe eines Mappings sagen, dass die Dinger nach der Population skaliert werden sollen. Ne? Also da unterscheidet sich GeomSF erstmal nicht von den Geoms, die wir schon kennen. Wir können jetzt auch hier wieder sagen, dass wir die in irgendeiner Farbe haben wollen, zum Beispiel Hot Pink oder wir können jetzt an der Stelle auch wieder abschalten, dass die Legende angezeigt wird. Na, also auf diese Art und Weise kann man ganz, ganz einfach Daten in so eine Karte einbauen, die jetzt eben sich auf einzelne Punkte auf der Landkarte beziehen. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Messstationen von Niederschlägen.